Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Ich habe vor 2 Tagen über die Mad Meerkat Arena berichtet. Es gab einen Mint, den habe ich hier durchgeführt in diesem Video. Da habe ich ja insgesamt 12 Mints vom Mad Meerkat Arena Equipment gemacht. Hier sieht man ein Equipment NFT. Ich habe ja auch eine Mad Meerkat Degen, also eine Degen Cat am Start. Damit kann ich dann das Equipment auch benutzen und am Play to Earn Game Mad Meerkat Arena teilnehmen. Und was jetzt total krass ist eigentlich, die Preise auf dem Marketplace. Also ein NFT hat mich ja 20 MAD gekostet. Das waren zwischen 20 und 30 US-Dollar. Der Token war zum Mint etwas höher. Aber zieht euch das jetzt mal rein. Ich habe 2 Legendary Mints gemacht. Also ich habe 12 Stück insgesamt. Dann ist es sogar noch das gleiche Armor. Also das gleiche Armor-NFT, das ich hier gemintet habe, mit unterschiedlichen Stats. Aber wenn wir uns das jetzt auf dem Marketplace anschauen, ich bin hier auf dem Marketplace, also es wird teilweise für 80, 50, 20.000, 10.000 Crow gelistet. Und ich versuche jetzt dieses Emerald Savannah, also ich habe es gerade schon mal gecheckt, der Floor Price liegt bei 2.300 Crow. Und wenn wir uns 2.200 Crow mal anschauen, das sind noch über 300 Euro, 308 Euro zum momentanen Kurs. Und so werde ich es jetzt auf den Marketplace stellen. Also ich werde jetzt versuchen, locker ein 10x daraus zu machen, weil ein Mint, wie gesagt, das war was zwischen 20 und 30 Euro. Und jetzt mache ich hier raus 300. Das versuche ich, das zeige ich euch. Ich hoffe, dass es klappt. Ich stelle das jetzt ein auf den Marketplace. Hier sind meine ganzen NFTs und dann werde ich euch noch darüber berichten, ob das klappt. Genau. Also wir gehen einmal in den Ebius Marketplace. Dann müssen wir jetzt noch checken, dass ich das Richtige nehme, weil ich verkaufe das mit der niedrigeren Stärke. Jetzt muss ich nur schauen, das eine 11.22.54 und hier 7.17.76. So, ich musste kurz checken, welches das richtige Equipment NFT ist und ich werde dieses hier verkaufen. Das hat die etwas schwächeren Stats, dann kann ich mit dem besseren selber gamen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier auf Sell, das ist relativ easy. Die 3 Buttons unten klicken und dann den Transfer approven, also hier bestätigen, dass die Interaktion mit meiner Wallet stattfinden kann. So, confirm. So, der Prozess ist durchgeführt und jetzt kann ich hier meinen Listing Price eingeben. Der Floor Price ist natürlich für die gesamte Collection, der ist nicht für die Legendary NFTs. Und wir haben ja vorher gesehen, der lag bei 2.300. Ich gehe jetzt mit 2.150, setze ich einen neuen Floor Price. Das heißt, ich würde 1.924. Ja, okay, dann gehe ich doch wieder auf 2.2. Ich bin ja relativ weit unten. Ja, 1.969 Crow würde ich erhalten. Das ist dann nicht ganz ein 10x, aber so liste ich das jetzt mal. Muss dafür auch eine kleine Gas-Fee bezahlen. So, dann wird es bestätigt. Und sobald die Transaktion auf der Blockchain durch ist, steht mein NFT auf dem Marketplace. Und ich bin gespannt, ob ich dann ja ein fast 10x machen kann. Jetzt sagen wir mal, das sind 1.969 waren das ja immer noch 276 Euro. Das heißt 250 Euro Gewinn ungefähr mit dem einen NFT. Und wie dann der Rest läuft, schauen wir mal. Ich habe ja 12-fach, wie gesagt, gemintet. Und dann kommt natürlich noch das Game. Ich werde noch weitere Käufe, Verkäufe machen, vielleicht traden, je nachdem mit anderen Playern, weil ich brauche noch was, was mir noch fehlt. Die Boots gefallen mir eigentlich auch nicht, da möchte ich gerne noch andere. Das Ruby Katana möchte ich noch loswerden. Außerdem habe ich kein Shield, ein Shield fehlt mir. Aber jetzt schauen wir. So, Transaktion ist durch. Genau. The sale so has been submitted for listing. Also, das steht jetzt auf dem Marketplace.
So, und jetzt ist es auch gelistet, hier mit der ID 39906 für 2200 Crow. Lasst euch durch das Auffällige hier nicht ablenken, das ist ein Listing, das müsste ich entfernen, aber das kostet Gas-Fee und lasse ich einfach gelistet, ist ein Crow-NFT. Ich werde weiter darüber berichten, ob das Ganze funktioniert. Leute, ich freue mich immer über einen Like-Button-Push, einmal den Daumen nach oben drücken. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, ich freue mich auch über jeden, der in den Discord kommt, alles unten verlinkt und unterhalb des Videos. Okay Leute, das ging ruckzuck, es ist schon das erste Offer da, 2000 Crow. Ich akzeptiere jetzt auch einfach, weil 2000 Crow ist einiges, das sind 280 Euro und deshalb nehme ich das jetzt auch direkt an, weil manchmal verschwinden diese Angebote auch wieder. Genau, und ich habe es sowieso doppelt und dann habe ich jetzt quasi auch meine ganzen Mint-Kosten, ich habe alles schon raus, ich habe quasi jetzt ROI an Tag 1, ich habe ein 10x gemacht mit einem einzigen NFT. Wirklich, das ist, wahrscheinlich ist es sogar mehr als ein 10x, weil ich habe keine 28 Euro für dieses eine NFT bezahlt. So, jetzt muss ich nur noch kurz warten, bis das durch ist. Und das ist natürlich krass, dass ich nicht mal einen Tag oder so warten muss. Ich habe jetzt echt, ich habe eine Viertelstunde gewartet, 15 Minuten. Und jetzt ist das ganze Ding schon durch. Natürlich, jetzt müssen wir ehrlicherweise, ihr seht jetzt auch wirklich, dass es funktioniert hat, dass ich diese Easy 10X jetzt mit dem NFT gemacht habe. Das hat funktioniert, ehrlicherweise aber seht ihr jetzt auch ganz genau, dass es natürlich eine Royalty-Fee und eine Service-Fee draufkommt. Und das heißt, ich bekomme nur 1790 Crow. Ich continue jetzt trotzdem, ich gehe auf Finish. Wir gucken uns das gleich noch an, weil ich möchte das jetzt natürlich haben, weil das ist, auch wenn die vielleicht mehr wert sind, das ist mir jetzt gerade egal. Ich mache kein weiteres Gambling, weil ihr seht es, wir geben jetzt hier 1790 ein, 250 Euro. Wirklich, ich habe jetzt so, ich habe ungefähr meine Mint-Kosten raus, weil das habe ich, im Durchschnitt habe ich, sage ich mal, vielleicht, ich weiß nicht, 23 Euro für ein Mint bezahlt und ich habe 12 Stück gemacht. Rechnen wir noch mal ganz kurz. 12 mal 23, hier 276 und jetzt habe ich 250 Euro Crow gemacht. Also wirklich, ich habe jetzt quasi fast meinen Einsatz raus. Hier, ihr seht es, die Crow Token sind gerade in meine Wallet dazugekommen. Die sind jetzt am Start, also es hat funktioniert. Und wenn ich jetzt noch weitere Gewinne hier mache, dann, ja, dann könnt ihr ja selber euch ausrechnen, dass ich wirklich hier gut dabei bin, weil ihr seht jetzt, was ich habe jetzt alles noch übrig. ROI quasi fast raus und ihr seht, ich habe noch mal so ein Emerald of the Savannah am Start und so viele andere hier. Wie gesagt, das hier ist auch noch mal richtig wertvoll, das Sophia Apex Helmet und die werde ich wahrscheinlich tragen. Den Helmet werde ich nehmen, den Emerald of the Savannah Armor werde ich nehmen und dann muss ich mal schauen, vielleicht Ruby Katana oder auch hier mein Crossbow of Destiny, der ist nämlich auch richtig nice. Mal schauen, ob ich mir vielleicht noch andere Boots irgendwie hole, weil ich habe noch Helme, die ich hier auch abgeben kann. Das muss ich mal noch checken. Auch meine Meerkat, die ist hier am Start. Ihr seht es, meine Degen Mad Meerkat mit der ID 2249, die ist am Start. Die wird dann im Mad Meerkat Arena mit meinen Items, also mit meinem Equipment dann fighten, genau, und da bin ich ja auch gespannt, das wird ja ein Play-to-Earn-Game, da werden ja auch noch Earnings bei rauskommen. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, Leute, ich werde weiter darüber berichten. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute, haut rein.